Und herzlich willkommen. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Zu Bioshock Infinite? Nee, eigentlich ist das gar nicht lustig. Eigentlich ist das ganz schön traurig. Das ist hier ein Film von der Folterung des Schmiedes, zu dem wir laufen sollen. Also ich und... Also die Elisabeth und ich. Im Auftrag von der Fitzroy. Ach, was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Oder die eigene Gefolgschaft in Wassermassen zu ertrinken? Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Du hast mitten in die Propaganda deines Papas gequatscht. Wer ist denn das hier? Oh, Slade. Slade? Er ist... Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Ja. Ich kann hier aber nichts machen, ne? Ich erschieße ihn jetzt nicht. Zuckerwatte. Wieso hat der im Knast Zuckerwatte? Halt, hier sind wieder Fässer. Voll. Ja, nur das eine. Versperrt. Kein Problem. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Geschafft. Kannst du das öffnen? Sieht einfach aus. Brauche ich davon was? Nein. Bitteschön. Danke, danke. Sehr liebenswürdig. Ah, hier haben wir Ausrüstung. Geisterposse. Beim Töten mit einer Krähenfalle besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Aha. Silver Eagle, die brauche ich aber. Ich habe Geld gefunden. Ja, her damit. Ja, mühsam ernährt sich das Faultier. Doch. Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Die Art und Weise kann man dir vorwerfen. Merken, dass sich ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Du bist selber eine Hyäne. Eine ganz schmierige, Herr Finken. Fink, Herr Finken, wollte ich sagen. Ist das hier ein Schlachthof? Komm mit. Oh, ist das dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Ach, hier ist ein Schalter. Ja, ich glaube, wir kommen zu spät. Zu spät. Verdammt. Oh, die haben das Gesicht zu frei gekloppt. Guckt euch das mal an. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elisabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von... Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Mhm. Wenn wir diesen Riss betreten... Dann gibt es, glaube ich, kein Zurück.
Willst du das wirklich? Ja, das Spiel meint ja. Okay. Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Repetiere. Soll ich den mal nehmen? Der hat aber nicht viel Munition, ne? Ich glaube, mit der habe ich ein bisschen mehr. Na, ich nehme ihn mal mit. Die werden wir schon wieder finden. Was ist überhaupt für ein Lärm hier? Kommst du mit? Der Raum von oben. Gut. Wo wir eben waren. Huch! Was macht ihr denn hier? Das was habe ich doch schon durchsucht, ne? First Gun. Das sieht aber alles ein bisschen anders aus hier. Aber sie haben ja auch gesagt, ein anderes Columbia. Da kann es natürlich auch sein, dass die Gefängnisse anders. Daisy Fitzroy! Los jetzt, du Scheißkerl! Erzähl mir was über Daisy! Mach ihn los! Was? Scorpion sagt, Schluss machen. Sie bringen seine Geräte zur Verwahrstelle. Schätze, so bleibt er sauber. Warum? Bist du von der Columbia gesetzt? Die Frau von dem Schlitzauge hat mächtige Freunde. Komm, wir brauchen die Zelle. Mhm, so ist er da weggekommen. Oh, wie sieht denn das hier aus? Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Ach, hier wurde das Material verbrannt. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Diese Männer. Ich habe sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Ich bin angeekelt. Booker, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Das ist übrigens eine Frau. Ich wieso bin ich noch hier? Ich hasse meine Familie. Was ist? Hier ist was. Hab ich hier nicht reingeschaut? Aha, aha. Oh, oh. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Mhm, da kann man sich dran erinnern. Meine Seele ist bereit. Können die das auch behaupten? Glaubt, die kommen gleich hierher. Scheiße! Mein Apfel. Meine Silver Eagle. Das ist deine Schuld. Schön, ne? Wenn man so eine. Oh. Und wo schießt er denn auf mich? Schießt er hier durch den Vorhang durch? Das gibt's ja gar nicht. Wo hat der denn durchgeschossen? In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Oh. Wie im Horrorfilm. Immer ist sie denn da, wo man das gar nicht vermutet. Ja, ja. Ich hole mir noch schnell das Geld hier.
Na, so toll ist der nicht. Ist der nicht hier, der Repetierer. Salze brauche ich nicht. Hier geht es sowieso nicht hoch. Da hinten war das, ne? Oh, hier kann man sich noch Geld holen. Mache ich gleich mal, ne? Da liegt noch eine Waffe. Ach, hier gibt es auch Lockpicks zu kaufen. Oha, gut zu wissen. Munition für die Burstgun, für das Salvengeschütz. Munition für das Maschinengewehr, da haben wir genug. Pistole, Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Hä? Und für den Karabiner? Ach, da. Da. Ah, ich habe aber genug. Mehr Geld. Ja, her damit. Bitte sehr. Danke dir. Ja, kommt langsam und mühselig wieder was zusammen. Ist hier oben irgendwo noch so eine Kiste rum? Nee, dann gehen wir mal raus. Gunman Smith, das habe ich gar nicht, habe ich das gesehen? Haben wir hier reingeguckt? Ich guck mal schnell. Waffenschmied freigelassen. Aha. Da arbeitet er wieder. Verfahren gegen Chen Lin eingestellt. Was konnte hinter dieser Wende stecken? Vermutlich sein Schwager, der Sicherheitschef bei Fink ist. Aha. Mhm. Das hatten wir aber noch nicht gesehen, meiner Meinung nach. Konnten wir ja auch noch nicht. Das ist ja erst in eine Zigarrendose. Die kann ich durchsuchen. Munition fürs Maschinengewehr. Silver Eagle. Gesundheit ist voll. Und hier wäre eine Schrotflinte. Gut. Ja, dann verlassen wir das mal. Wir müssen auf jeden Fall noch in diesen Uhrenladen. Da haben wir ja das Codebuch für gefunden. Hier sind Salze. Verstecken ist zwecklos. Oh, ich wollte dich doch nur überzeugen, mein Freund zu sein. Was macht ihr hier für einen Lärm? Da. Aber das hier ist kaputt. Ich wollte wieder erstmal nachladen. Ich muss hier oben lang. Das ist so ein Salvengeschütz, aha. Der ist jetzt erstmal auf meiner Seite. Einkreisen. Hier ist noch ein Salvengeschütz. So, erstmal nachladen. So, ich glaube, das Salvengeschütz haben wir erledigt. Oh, gut, dass ich mich umdrehe. Ja, her damit. Hier, das wird helfen. Das hilft immer. Stirb! Der hat immer noch nichts Gescheites. Oh, ich dachte schon, dabei war das große Balken. Oh, Nase juckt. Hinterher! Oh, jetzt ist erstmal Ruhe. Meine Silver Eagle. Da wäre so ein Salvengeschütz. Aber wir müssen... Booker? Ja? Wo bist du? Da.
Schätze, aus dem Job für Fink wird nichts. Wieso? Weil... Oh, was ist denn das jetzt hier? Treffe ich das Ding nicht? Wir müssen doch hier hinten hin. Ah, es geht mir ja noch gut. Lass uns mal hier zum Uhrenladen gehen. Komm. Hier gibt's Medikits. Die brauche ich aber nicht. So, dann gehen wir mal hier hin. Halt! Gut, eine Sekunde. Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Welche Uhr? Die hier scheint's zu sein. Stell sie auf Mitternacht. Ah, guck mal, was da ist. Da soll doch. Ja, da soll doch mal. Den tun wir für Schild. Dann haben wir das Ding noch. Ja. Ich kam nach Columbia, weil ich an Gott und an die Ehre glaubte. Aber Slade hat mir klargemacht, es liegt nichts Göttliches darin, seine Brüder aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen. Und es ist nicht ehrenhaft, diejenigen zu verteidigen, denen der Begriff Ehre fremd ist. Vielleicht gibt es in Finken noch wen, der es wert ist, dass ich ihm diene. Mhm. Gut, hat sich ja gelohnt. Würde ich mal sagen. Wir müssen aber, glaube ich, darüber. Und ich befürchte fast, hier wird nochmal so ein großer Grobi kommen. So ein Handyman. Ich befürchte es. Guck jetzt hier nochmal. Hops. Hier sind Salze. Hier brauche ich aber nichts, ne? Hier ist auch nicht mehr dazugekommen. Panzerfaust ist voll. Da ist nichts drin. Ich glaube, wir müssen hier zum Schmied. Immer noch nichts. Dann gehen wir mal zum Schmied. Komm, mach auf die Tür. Ich fackel jetzt hier auch nicht lange rum. Rein da. Vielleicht schaffen wir das ja noch in der Folge. Ja. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Booker, da. Der Schrein. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Gruselig. Was machst du hier? Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier. Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen, sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen, sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Tja, ich auch nicht. Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Lindere seine Last. Bring mir Chen Lin zurück. Das ist aber eine andere Frau, ne? Elisabeth? Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte. Ja, dann... Vielleicht. Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei!
Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Aha. Also, müssen wir zur Verwahrstelle in Shantytown. Seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Shenlin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ne? Hier ist es gerade so schön warm. Bis dann. Tschüss.